for his kids, as for example the complete landing gear. Das Original ist hier seit das erste Mal 2002 geflogen und wie gesagt in vielen, vielen Ländern vertreten. Es war eine neue Entwicklung, die wir dann schon Ende der 90er Jahre und dann war die Maschine das erste Mal 2002 geflogen. Ja, jetzt ist natürlich noch ein interessantes Modell gestartet. Daniel Hirscher, der Pilot, gleichzeitig der Konstrukteur. Er braucht noch den Einschalter. Kleinen Moment. Er kämpft gerade mit dem Wind hier. Die Tücken des Schiffs. Ja, das ist die Hirscher H400 Turbo. Ein sehr futuristisch anmutendes Modell. Aber zuerst schauen wir uns auf den Slowflight und die Landung der PC-21. Wir haben für die Top-Piloten. Ja, Hirscher H400 Turbo, habe ich zum ersten Mal gesehen vor Jahren am Nachtfilm, als den Prototypen vorgestellt und geflogen hat. Und muss sagen, war ich schon begeistert, habe gesagt, ups, sieht toll aus, ob es auch so toll fliegt. Und siehe da, die Flugzeug. Und einer der besten Lackierer bzw. Paint Artists, die ich kenne, hat dann diese Maschine und auch viele andere in ein Kunstwerk verwandelt. Und genauso fliegt er hier. Elektrisch angetrieben mit einer wirklich hohen Leistungsdichte und wie gesagt aerodynamisch einfach ein Genuss. Der Haube hat, ich vermute, das ist 12F2P. Ja. Und wenn jetzt nicht der Leitfahrt, was heißt denn wieder 12S2G? Also das bedeutet, dass man zwei Batterie-Packs nimmt und zwei Batterie-Zellen, das sind dann 12 Zellen. Und weil dann aber die Kapazität nicht reicht, nimmt man denselben Akkupack, also nochmal zwei, schaltet die parallel dazu, damit man dann auch auf die doppelte Kapazität kommt und das bedeutet, dass diese zwei Excel-S für Zellen-OP zwei Takt parallel geschaltet. Wobei ich ihm auch zutrauen würde, dann mit 2,7, also mit 14 geschrieben. Ich kann danach immer fragen, auch wirklich, für diejenigen, die es interessieren sollten. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, wenn der Vater mit dem Sohn und wenn bei beiden so viel Kreativität vorhanden ist, dann kann auch noch was super Tolles rauskommen. Und ich hoffe mal, da noch ein paar sind genauso begeistert, wie ich es bin. Und ja, genauso in deutscher Sprache braucht sagt. Constructed and built by Gottfried Köster.
And it's a very futuristic construction, and the painting is from Daniel, one of the best paint artists and Harry Weaver. Called several plates, and this one is this one, also in a special design. Yeah, you have seen Harry Weaver. That means Daniel is done with his performance, and now he turns into final for his landing, and very softly he puts down the H400 Pro. And big applause! Both of them are essentially ready to go. Ja, liebe Zuschauer, es ist ein wenig unter Zeitdruck. Dementsprechend ist der Matthias Hocke zwischenzeitlich abgeholt mit seinem 1,39. Ein Applaus aus dem Hauptkörper. Meine Damen und Herren, der Zugang auf die HP100 ist jetzt über die Firma Damag Aviation zu beziehen in Pfaffenhofen, Bayern, in der Nähe von Neuburg.